WB. Der Brief aus Hogwarts wurde überbracht. Sehr gut. Von Hedwig. Sie hat sich. Sie hat sich nicht verflogen. Das ist sehr gut. Oh, das Spiel hat mich wohl ausgelockt. Ja, du wurdest rausgeschmissen. Oh, älterer Junge war. Ach, das ist ja. Ich glaube, du könntest Frauen auch. Packung Mao am Schenken, wenn du dir ein bisschen Gedanken machst, wie du sie überbringst. Ja, genau. Also Gedanken machen spielt da eine viel größere Rolle als irgendwie Wert oder so. Ich habe übrigens rausgefunden, wo man die rosane Farbe hinmachen kann. Auf Set-Gegenstände, also Rucksack, Weste. Ich habe jetzt das Rosa an die Handschuhe genommen, weil unser Einhorn ist ja auch rosa und auf allen anderen Dingern ist das zu dominant. Stimmt. Ach, da kann man bei Mod. Oh, Elfenbein. Im Prinzip haben wir ja grün, schwarz und pink in unserer Clan-Geschichte. Kann man ja irgendwie draus machen, dass Das wir ist wieder irgendwie Kind. ein rosanes Bestandteil haben als Erkennungssymbol. Weil. Ach, ich kann jetzt an meinen Rucksack kann ich Mods machen. Da habe ich auch ein paar Also. mit Funktionen sogar. Ja, genau. Schaden durch kritische Treffer. Ich habe von Ihren Taten gehört. Ja, Spielereien, ne, für mich. Das ist ja. Wir haben mehr Kann als ich genug ja auch mal so ein Vorräte. Vielen bisschen Dank für Ihre Hilfe. damit verbringen. Das Krasse ist ja dabei, dass man da echt auch nur noch später auf die Rolle gucken muss, was dann Sinn macht. Joinst du mir nach oder bist du so rein? Nee, ich komm gleich zu dir. Ach so, nee, dann schwimmen wir deinen. Das dürfte aber inzwischen der gleiche sein, weil ich bin ja nicht weiter als du. Oh, die Schwierigkeit wird doch nicht. Ach so, stimmt. Warte mal, dann mache ich mal abmelden. Dann gehst du rein und dann folge ich. Führer, wir mir folgen. Das Elfenbein ist natürlich ein bisschen unauffälliger. Oh, das macht auch erst im Endgame Sinn, nicht wenn du hier Ach ne, klar. Also wenn du den alle wirklich 20 mal. Minuten. Richtig. Deswegen habe ich es jetzt erstmal nur auf die Handschuhe geknallt. Man muss halt bloß aufpassen, ob man die Mods, die man so an den Rucksack und so macht, verkauft oder ob man die immer wieder verwenden kann, wie beim Knarren. Rausgefunden, wo es diese wöchentlichen Aufgaben gibt. Da musst du vier Teammitglieder im Clan haben. Ich dachte, das sind Clan-Aufgaben. Ich dachte, das unterscheidet sich nochmal. Ich glaube nicht. Also könnte sein, aber ich glaube nicht. So, dann schaue ich dir mal nach. Ja, machen noch ein, zwei Dinge und dann. Ja, Reicht's. hier kannst du den ganzen noch mal ein bisschen vollpumpen hier. Wir brauchen ja für das Projekt, müssen wir ja Na, Vorräte hier spenden. ich habe keine Nahrung mehr zum Verteilen. Den Rest, den habe ich gerade noch voll gemacht bei ihm. Wie sie.
Wie viele Hyänas haben Sie heute? Guten Tag. Tag. Glück ist schöne Elfenbein im Rucksack. Bin unauffällig. Ja, wo seine Handschuhe? Zeig mal. Großartig. Aber es ist ein schönes Rosa. Ja, ja. Hier mein Shade, Wälder. Ach, der scheint unten. Der liegt da hinten irgendwo, ne? Ja. Hier runter. Oh, ein Echo. Hat er was Gutes dabei? Warte mal kurz und halt die Augen auf. Und? Was ist? In Richtung? Eine Menge Ausrüstung bei sich. Ich versuche rauszufinden, ob irgendwas davon wertvoll ist. Was ist da drin? Ah, ein paar Knieschoner. Oh, Handschuhe. Helm. Und, oh, eine MP, die aussieht, als wäre sie in sehr gutem Zustand. Der Typ war viel zu vertrauensselig. Aber echt. Er war nicht der Einzige. Hurra. Wow, also zwei Schuss bei einem aufgesetzten Kopfschuss. Naja. Wenn ihn keiner identifizieren soll? Ja, ja, das war's drin. Außer seinem Zahnarzt? Nur guck. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Tragbares elektronisches Gerät. Oben. Verbündeter Kontrollpunkt entdeckt. Oh, hier ist noch. Shit. Oh ja. Der mich wegdrängt von der Kiste. Du, bei Loot kenne ich nicht. Eigentlich keine Freunde. Oben oh, muss das sein. Hier ist eins. Tragbares Gerät erkannt. Und oben auch nochmal. Tut mir leid, das ist inakzeptabel. Wo liegt das Problem? Das Problem kommt man da hoch. Hier ist Treppe. Klingt ziemlich einfach für mich. Ja, fast zu einfach. Warum? Ihr braucht Schutz. Schutz? Und vor wem genau? Denk über das Angebot nach. Und zwar gründlich, denn das nächste wird nicht annähernd so großzügig ausfallen. Oh, dicker. Oh. Sehr dicker. Okay, und von hinten auch noch. Oben, bei dir. Ah, da oben. Ja. Eieiei. Ich geb dir Deckung. Sandsäcke? Ja. Ein bisschen verpackt zu sein. Du Leichenflatterer. Wir haben's geschafft. Wir sollten in Bewegung bleiben. Ist noch was zum Looten. Mal gucken, ob wir irgendwie durch die Base da zu diesem Funkgerät kommen. Epische Super 90 Marine Version. Ach. Also, tatsächlich wohl ein Schrotflintenbild. Aber das kannst du eigentlich nur ins Tank spielen. Was hattest du, wo du hin willst? Nochmal in die Base rein, um an diesen anderen Funkzeug-Dingsbums ranzukommen. Ja. Ich könnte jetzt auch Agent sein.
Scheint regelmäßig aber irgendwelche Dicken aufzutauchen, ne? Ja. Einer Feuerteufel, wer? Ja. Siehst du das? Ha! Jetzt sind wir dran! Wieder? Da ist ein Gegenstand noch drüben. Ich halte dich auf! Das ist für unsere Heimat! Oh. Hat die Deckung aufgegeben! Junge, da kommt der mit dem Bogen zu einer Schießerei, das kann er auch gleich ein Messer nehmen. Ich halte die Augen auf! Auf den Präsentierteller! Scheint ganz schön im Kampf zu sein hier, so Punkt. Wir sind noch da. Ja. Da drüben ist ein besonderer Gegenstand, eine Etage tiefer. Oder nicht? Das ist auch manchmal so cool, ey. Da macht manchmal Sprünge, da fragst du dich und dann bei so Pilo-Zeug. Wow. Einfach nur wow. Ist hier waren wir halt schon drin, ne? Das ist das Echo. Haben wir aber geholt. Nee, hier ist noch ein Gemälde. Eine Etage tiefer. Oder hier ist ein besonderer Gegenstand. Da hinten hochkommt. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Vorräte in der Nähe. Was mit den ganzen Rucksäcken hier auf sich hat. Eine Nation von Backpackern oder was? Ja. Am Film habe ich gerade. Barrett. Wo ein Barrett? Oh, mein Herr. Ah. Es ist klar, dass die Minimalaktivierung nichts bewirkt hat. Das war ein totaler Fehlschlag. Es gibt Berichte von abtrünnigen Agents. Doch nicht. Was ist das Ding? Halbe Maßnahmen von wegen. Diese ja, wo bist du? Ganz nach hinten und dann links und dann wieder zurückgelaufen auf der Empore. Es ist klar, dass die Minimalaktivierung nichts bewirkt hat. Das war ein totaler Fehlschlag. Es gibt Berichte von abtrünnigen Agents. Beim Respekt, Mr. President, eine Situation wie diese erfordert vollen Einsatz. Halbe Maßnahmen. Ah, gut, dass du nochmal herlaufen bist. Ja. Rechts sind schon wieder Gegner. Exekutivgewalt und die modernste Waffentechnik. All das nutzt nichts, wenn sie ohne Rettungsring ins kalte Wasser geworfen werden. Gott, Larry, Sie kennen die Geschichtsbücher. Gut. Sagen Sie Louis Cheng, dass die zweite Welle grünes Licht hat. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Ach, scheiße. Ich höre es doch rasseln. Ja, bei mir. Nee, das Kunstwerk oder dieser besondere Gegenstand liegt ja bei mir hier hinten. Ach, da müssen wir bestimmt unten durch. Glaube ich, hier runter.
sind sogar noch einer. Ah, hier geht's runter. Auch schon. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Was um der Ecke, glaube ich. Das ist doch das Echo. Hä? Ja? Warum wurde mir das aber doch nochmal angezeigt? Das Weil dumm. Das immer angezeigt wird. Hat er was Gutes dabei? Schon. Na denn, gucken wir mal. Mhm. Also, wir haben Aktivitäten in Triangle. Nur bei Projekten. Für unsere Projekte, genau. Triangle und irgendwas mit Mall, East Mall oder so. Ja. Überlege, was hier ist. Hier ist nicht Fire Red Triangle, oder? Nee, das ist oben direkt unter der Siedlung. Dieses. Genau. Da können wir hin, da können wir zum Safe House und ich glaube, das hier ist East Mall. Wir sind in Southwest. East Mall ist über uns. Ah ja, stimmt. Southwest haben wir aber, glaube ich, auch. Ich gucke mal im Projekt. Ja. Achso, haben wir schon abgeschlossen, das Projekt. Genau. Triangle und East Mall müssen wir noch machen. Dann, Southwest. Mit. Genau. Federal Triangle, oder was? Ja. Sollen wir denn hier auf Nachschublieferung und Rettungseinsatz könnten wir machen. Ja, wir machen erstmal Rettungseinsatz, oder? Ja. Von der Siedlung aus oder von wo? Nee, vom Kontrollpunkt. Ich gesagt, das sieht kürzer aus. Vielleicht noch ein bisschen Zeug abgeben, weil ich glaube, wir müssen hier auch noch Zeug abgeben, oder? Du meinst so Rohstoffe bei so einer Basis? Stimmt, das brauchen wir nicht hier, ne. Ich glaube, das ist beliebig. Warte mal. Barett Weinrot. Oh. Hm? Glaube ich auch, aber ich kann es nicht aufsetzen. Das ist irgendwie, ist das alles ein bisschen bescheuert. Na guck mal, sieht aus wie Franzose. Kannst du es aufsetzen? Ich weiß nicht, was. Ich hab auch einen Kampfhelm gekriegt, der sieht mega cool aus. Hat auch mal gern. Warte mal. Machst du jetzt nochmal auf Bekleidung und dann Doppelklick auf das, was du aufsetzen willst, ne? Mach mal Ausrüsten mit Leertest, also. Das geht auch mit Doppelklick nicht. Alles gefixt, gar kein Problem. Hier. Oh, da oben. Wie geht's denn, Agent? Wir kommen absolut zurecht. Da kannst du eher. Der hat fast alles. Jo. Rationen in der Nähe. Sehr gut. Gut, der Einsatz. Geiselbefreiung oder was war das andere? Diese komische. Ja, Geiselbefreiung ist weg, jetzt können wir noch Nachschublieferung machen. Markiert. Wo ist der? Muss wohl noch in der Werkstatt sein. Bei. Nachschublieferung erkannt. Thank you.
Irgendwo. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Hast du dem eine Granate um die Ohren geworfen? Nee, ich habe seine getroffen, als er die werfen wollte. Sehr gut. Macht mal richtig Spaß, ne, wenn er den... Schön, den eigenen Waffen schlagen, sind wir fein. Ja. Ja, da sind sie schon. Junge, ist die aufgeputscht. Boah. Geh doch mal jetzt. Lass die Sau nicht entwischen. Rechts. Nachschublieferung in der Nähe. Sich nähernde Feinde erkannt. Den nächsten zu holen? Ja. Boah, ich kann nicht anklicken, ey. Es geht nur mal von einer Seite. Oh, ist das bescheuert gemacht. Das Gute ist, diesmal sind ein paar Dudes bei uns. Ja. Ich gehe zur letzten. GG, easy, Junge. Ja. Nachschublieferung erfolgreich. Deine Granate getroffen, Diggi. Granatenbastard. Immer Frauen mit den Granaten. Denk mal drüber nach, Junge.